Hallo, ich möchte kurz ein Thema ansprechen, welches jetzt um diese Jahreszeit nämlich extrem in Vergessenheit gerät und bei 70% nicht mehr so richtig auf dem Schirm ist. Und zwar ist es das Thema Sonnenschutz. Sonnenschutz benutzen wir hoffentlich fast alle im Sommer natürlich regelmäßig, weil man da einfach viel mehr Angst hat, einen Sonnenbrand zu riskieren und das da auch viel, sag ich mal, präsenter ist, weil man ja auch schneller einen Sonnenbrand bekommt. Aber nicht nur ein Sonnenbrand ist das, was wir vermeiden sollten, sondern wir sollten uns auch allgemein vor schädlichen UV-Strahlen schützen. Und das nicht nur, wenn man Angst hat, einen Sonnenbrand zu riskieren, sondern die Sonne scheint auch durch die Wolken durch und hat auch durch die Wolken durch super, super schädliche UV-Strahlen, die die Haut schädigen, die Hautkrebs verursachen, was halt einfach bei vielen nicht so auf dem Schirm ist, weil das auch erst Jahre später kommen kann. Die Folgeschäden sind riesig groß, das Hautkrebsrisiko steigt. Und ich möchte euch einfach nur nochmal darauf hinweisen, dass es super wichtig ist, wirklich jeden Tag UV-Schutz zu tragen. So, und alle meine Make-up-Girls, I got you. Ich weiß, es ist super, super schwierig, einen Sonnenschutz zu finden, der unter Make-up tragbar ist und nicht so einen schlimmen Schleier hinterlässt oder Pickel verursacht oder ähnliches. Und ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Fan von La Roche-Posay seit Jahren. Und auch die Sonnencreme von La Roche-Posay ist der absolute Knaller. Die ist extrem flüssig. Das ist diese hier. Ich verlinke sie euch direkt. Super, super flüssig. Unsichtbar. Komplett unsichtbar auf der Haut. Super pflegend. Eignet sich extrem gut als normale Tagespflege. Gibt es auch als 50er. Hier habe ich jetzt 30er. 50er habe ich auch. Auch für den Körper. Es ist ein super, super Produkt. Ich kann es euch nur ans Herz legen und wirklich wärmstens empfehlen. Es ist so, 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 so wichtig, wirklich einen Sonnenschutz zu finden. Und ich weiß, es ist manchmal nervig. Aber ihr könnt so auch einfach, ihr könnt das über euer Serum, über euer Fluid, was auch immer ihr gerne auftragt, einfach drüber machen. Und es ist unsichtbar, wollte ich sagen. Und ich glaube, ich habe eben nicht richtig gegendert. Ich habe Make-up-Girls gesagt. Ich meinte natürlich Make-up-Boys and Make-up-Girls. Und auch Non-Make-up-Boys and Non-Make-up-Girls. Also es ist wirklich was für jeden. Sehr, 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 sehr wichtig. Bitte nehmt euch das zu Herzen.